Sind irgendwelche Kollegen von Brasilien da? Is there someone here from Brazil Press? No. Den Christian Hackl übersetzt man auf Portugiesisch. Okay. So, ich darf euch herzlich begrüßen. Ich denke, dass niemand da ist von Brasilien oder brasilianischen Journalisten und daher wir die Pressekonferenz auf Deutsch abhalten, durchführen können. Der Igor wird vielleicht ein bisschen noch mitnotieren, falls doch noch irgendwie auftaucht. Aber dann geht es entsprechend schneller. Wir haben die Pressekonferenz dann noch wieder am Abend bei unserem Partner OF Sport Plus. Daher bitte ich, die Fragen ins Mikrofon zu richten, damit wir eure Fragen auch haben. Und vom Programm betreffend Ehrengäste wird der Herr Bundespräsident uns morgen besuchen, als auch der Herr Bürgermeister Häupl und brasilianische Botschaft und der Botschafter ist auch anwesend. Vom Programm her ganz kurz, wir haben um 15 Uhr Mixed Zone für die Spieler Brasilien. Wie viele da kommen werden, wer kommen wird, kann ich euch leider oder überraschenderweise nicht sagen. 15.30 Uhr Training dann von Brasilien und ab 16.30 Uhr war der Hinweis ab und nicht um. 16.30 Uhr dann Pressekonferenz mit Teamchef Dunga und wir trainieren um 19 Uhr. Brasilianisches Training 20 Minuten offen für Medien und unser Training 15 Minuten offen für die Medien. Gut, ich darf dann gleich beginnen und dem Teamchef die erste Frage richten, jetzt vielleicht mit der Bitte, meinen kurzen aktuellen Status zu geben, zu möglicherweise den ein oder anderen angeschlagenen Spieler. Jetzt hast du schon ein bisschen mehr Zeit noch gehabt, die Spieler zu sehen und zu sprechen als gestern. Bitte. Ja, wir haben ein bisschen Probleme, also es hat der ein oder andere Schläge abbekommen und ja, aktuell wissen wir noch nicht, ob das dann morgen auch gehen wird. Es ist so, dass bei Baumgartlinger, dass er nach wie vor Probleme hat und dann wir uns entschieden haben, dass er morgen früh dann abreisen wird, also dass er nicht eingesetzt werden kann. Und wir hoffen, dass das natürlich nichts Gröberes ist und er so schnell wie möglich wieder für Mainz dann spielen kann. Dann hat zusätzlich Dragovic, Hinterecker, haben Schläge bekommen. Klein hat noch ein bisschen Probleme. Junuzovic hat auch einen Schlag bekommen auf die Wade. Und Lightgap hat auch noch ein bisschen Probleme. Und da wissen wir aktuell noch nicht, ob das dann auch gehen wird. Wir haben heute Abend ja das Abschlusstraining und morgen früh dann noch Aktivierung. Also ich denke, es wird ähnlich wie beim letzten Spiel, dass wir vielleicht dann auch kurzfristig entscheiden müssen, aber sicher bis morgen Mittag noch nicht Bescheid wissen, wer dann auch auflaufen kann oder von Anfang an dabei ist. Grundsätzlich will jeder dabei sein. Ich hoffe, dass die Spieler mir dann auch in die Augen schauen und nicht nur auf Brasilien achten, dass jeder auf dem Platz stehen will und wir dann nicht Vollgas geben können. Also von daher wird wichtig sein, dass wir das gut abklären und dann eigentlich die Gesunden auf dem Platz stehen können. Danke. Das übrigt fast die Fragen nach der Aufstellung, nicht, weil man so viele Unbekannte hat noch. Aber
weitergeben an den Juno, weil angesprochen, wie geht's dir einerseits und andererseits, ihr habt euch heute Vormittag auch mit Brasilien ein bisschen beschäftigt, mit dem Gegner. Kannst du da deine Eindrücke noch geben? Ja, also was die Wade betrifft, es fühlt sich halt so an, als wäre ein richtiger Brocken da drinnen. Also es tut momentan halt weh, aber ich glaube, trainieren und so wird schon gehen und da wird man schon irgendwie das rauslaufen. Ja, und zu den Brasilianern, ich glaube, da müssen wir eigentlich nicht viel drum herum reden. Das ist eine Weltklasse-Mannschaft, hat man auch im Video gesehen. Die haben einfach eine sehr hohe individuelle Klasse von hinten bis ganz vorne und da müssen wir halt höllisch aufpassen, aber ich glaube, dass wir auch was dagegen zu setzen haben und wie gesagt, wir werden dieses Spiel mit sehr viel Freude bestreiten. Wir haben jetzt eine super Ausgangsposition und selber erarbeitet und von dem her gibt es jetzt nichts Schöneres als dieses Spiel und gegen einen Gegner, der was auf Weltklasse-Niveau ist und ich glaube, da kommt die Motivation von ganz alleine. Christian Capitano, ich glaube, die Physios haben jetzt Hochbetrieb gehabt die Tage. Wie geht es jetzt von einem schweren Match jetzt so schnell wieder quasi für das nächste dazu, so fit zu sein? Ja, ich war zum Glück nicht unter denjenigen, die einen Schlag abbekommen haben. Bin verschont geblieben, nur einmal, glaube ich, kurz mit dem Trainer zusammengebracht. Im positiven Sinn zusammengebracht. Im positiven Sinn. Es ist gestern ganz einfach sehr viel Wert auf Regeneration gelegt worden, weil, wie es der Sladi richtig gesagt hat, da wieder eine Mannschaft auf uns treffen, die hohe Klasse hat, individuell, aber auch natürlich dann einen gewissen Spielwitz, Spielfreude mitnimmt und ich denke trotzdem, wenn wir als Mannschaft auftreten und wenn wir ganz einfach unsere Qualitäten ins Spiel bringen und wenn wir uns ganz einfach was zutrauen, dann können wir da durchaus ein gutes Spiel machen. Und vor Russland bin ich gefragt worden, wie man sich auf eine Mannschaft einstellt, die keinen Weltklasse-Spieler hat oder nicht den eindeutigen Weltklasse-Spieler. Jetzt treffen 11 auf uns oder je nachdem, wer dann weiter spielt. Also da kann ich wieder nur sagen, als Mannschaft können wir da wieder kompakt auftreten und da werden wir sicher auch ein gutes Spiel machen. Stadion wird ausverkauft sein, wie bekannt. Darf ich um eure Fragen bitten? Vielleicht ein kurzes Handzeichen, damit wir euch auch entsprechend ein Mikro weiterreichen können. Andreas Forst mit der ersten Frage. Christian und Zlatko, was überwiegt denn bei euch? Die Vorfreude, sich einmal mit dem fünffachen Weltmeister messen zu können, das passiert ja nicht so oft im Fußballerleben, oder doch auch ein bisschen Ehrfurcht? Ehrfurcht ist, denke ich, falsch am Platz. Also einige Spieler kenne ich, vor allem Luis Gustavo, kenne ich natürlich aus der Bundesliga, gegen die spielt man auch immer wieder. Also man kennt sie da schon auch und Respekt ist auf alle Fälle da. Ich meine, wir spielen gern 5-fachen Weltmeister. Das hat natürlich nur Deutschland, glaube ich, hat das noch geschafft. Aber Respekt, Angst ist überhaupt keine da, auf keinen Fall. Also wir freuen uns auf das Spiel, weil es natürlich für uns oder für alle, für die Fans ein Glanzzuckerl am Ende des Jahres ist. Sladi, vielleicht was hinzuzufügen? Na, Fuchs hat es richtig gesagt. Ich glaube, dieses Spiel sollte man schon natürlich auch ernst nehmen, ist klar. Ne? Also wir wollen uns da auch Angst sowieso fehl am Platz. Also wir haben sowieso auch Woche für Woche haben wir Spiele gegen Weltklasse-Spieler auch in der Liga und von dem her ist das jetzt in dem Sinn nichts Neues, aber es ist halt für Nationalmannschaft oder gerade für das Land ist es was Besonderes und genau so werden wir in dieses Spiel auch reingehen und wir werden auch natürlich probieren, mit Spielfreude da anzutreten und eine oder andere Aktion positiv zu gestalten. Also wir freuen uns alle drauf und ich glaube die Fans auch und schauen wir einfach, dass es ein gelungener Tag für uns wird. Weitere Fragen, Pili? Ja. Christian, würdest du das als Krönung dieser langen Serie sehen, wenn sie morgen nicht verlieren solltet? Das wäre natürlich was ganz was Schönes, auf alle Fälle, aber es war bis jetzt ein sehr, sehr schönes Jahr. Ich glaube, das war, seitdem ich beim Nationalteam bin, war das überhaupt noch nicht der Fall. Ne? Und natürlich können wir uns vor allem mit einem guten Spiel dann in die Winterpause verabschieden und dann das neue Jahr dann auch positiv wieder angehen. Frau hinten eine Frage und dann Christian. Ja, Florentio.
Elisabeth oder wer will, du bist. Ja, du warst schon. An sich bin ich natürlich kein Spieler, aber ich habe Wettquoten gelesen. Sieg, ich glaube, Brasilien, wenn man es gemerkt hat, Sieg Österreich 57, Sieg Brasilien 1,40. Ist das ein bisschen übertrieben oder ist das doch die Realität, vielleicht an der Teamchef? Ein bisschen übertrieben, denke ich. Zwei ernstere Fragen. Und zwar, Sie haben einen Spieler im Kader, der hat schon gegen Brasilien gespielt. Und ich weiß nicht, ob er es Ihnen gesagt hat. Das ist der Andy Weimann. Der hat 2011 in der U20-Mannschaft damals versucht, dagegen zu halten. Ist leider 3:0 verloren gegangen, das Spiel. Aber interessanterweise war dann im Gespräch mit dem brasilianischen Trainer Ney Franco, das war übrigens der letzte Weltmeistertrainer dieses Landes, er hat gemeint, ein einziger Spieler, den man eigentlich von Österreich ihm gefallen hat, dem man eine internationale Karriere, einen Durchbruch zutraut, das wäre eben der Andy Weimann. Und jetzt meine Frage dazu, werden Sie ihm die Chance geben, also sich zu beweisen? Und warum hat es eigentlich bis dato, obwohl er ja schon mehrere Chancen gehabt hat, nicht so geklappt, wie der gute Ney Franco gemeint hat, dass er zumindest also im Nationalteam ist er ja noch torlos. Und zweite Frage, wenn ich anschließen darf, ist, da haben Sie mir letztes Jahr noch abgewehrt, diese Frage, aber jetzt passt zu Brasilien. In einem Jahr wäre es soweit. Würden Sie den Alan annehmen, wenn er bereit wäre, für Österreich zu spielen? Dankend. Und auch an die zwei Spieler, würdet Sie auch euch freuen, wenn Alan bereit wäre, fürs ÖFB-Team zu spielen? Würdet Sie ihn gut aufnehmen? Oder wie wäre das? Danke. Sicher nicht. Ja. Teamchef. Ich fange gleich mit Alan an. Es ist so, wir wissen noch gar nicht, ob das klappt. Also es ist bis Ende November 15. Also würde das dauern. Wir wissen nicht, ob er in Salzburg bleibt oder ob er wegverkauft wird oder ob es ihm so gut gefällt. Ich hoffe, dass er die Spiele gesehen hat, dass er sagt, ich möchte hier bleiben und ich möchte auch in dieser Mannschaft spielen. Also von daher ist das noch offen und ist ja, das war das letzte Mal, war es vor 2 Jahren, jetzt ist wieder ein Jahr, aber es ist immer alles noch Spekulation. Also bringt es eigentlich auch nichts, darüber zu sprechen. Ich habe mich eh schon geäußert, dass er ein hervorragender Stürmer ist, der auch international gezeigt hat, dass er Tore schießen kann und sich da sicher auch noch weiterentwickeln wird. Eben jetzt schon zu sagen, okay, der ist schon mit dabei, das ist viel zu früh und wir würden uns sicher freuen, wenn er gesund bleibt und alles passt, wenn er dann für uns spielen könnte. Bei Andy Weimann ist so, ja, also er hat U20 gespielt, aber es ist schon noch ein bisschen ein Unterschied, U20 als dann A-Team. Er war jetzt auch längere Zeit mit dabei, war dann jetzt 2-3 Mal nicht von Anfang an dabei, ist aber nach wie vor ein junger Spieler, der sich noch weiterentwickeln muss und hat im Team noch kein Tor gemacht, ist aber so, dass er natürlich jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten bekommen hat von Anfang an und immer wieder das umsetzen zu können. Er ist auch jetzt bei Aston Villa, ist er jetzt auch nicht der Topscorer, schießt ab und zu eins, er muss da natürlich auch sehr viel Defensivarbeit verrichten und ob er zum Einsatz kommt, kann ich Ihnen jetzt auch noch nicht sagen, weil eben die Fragezeichen da noch zu groß sind. Und dann die Spieler noch, war die Frage, wie würdet ihr den Alan aufnehmen? Also es ist sehr spekulativ, wie es der Teamchef gerade erwähnt hat, aber natürlich gilt, wer uns helfen kann, der ist natürlich herzlich willkommen und ich glaube, Integration in den Haufen, das hat der Martin gestern erwähnt, ist sehr, sehr leicht, weil sogar er hat es geschafft. Jona, ja, reicht. Oh, ja. Alles gesagt. Gut, weitere Fragen. Andi Felber. Judo, geht man in so ein Spiel, auch wenn es Brasilien ist, mit einem anderen Selbstvertrauen hinein, wenn man das Wissen hat, man hat 9 Spiele nicht verloren gegen teilweise sehr, sehr starke Gegner mittlerweile?
Ja, natürlich ist es so. Also jeder Sieg, jedes Spiel, was du positiv bestreitest, gibt dann natürlich das nötige Selbstvertrauen. Und ich glaube, dass wir innerhalb in der Mannschaft, ich glaube, das hat man jetzt gut gegen die Russen sehen können, dass jeder für den anderen aufopfert. Und ich glaube, genau solche Spiele schweißen noch mehr zusammen. Und dann freust du dich einfach auf solche Partien, die dann so anstehen wie Brasilien. Und ja, wie auch schon vorher erwähnt, du hast nicht jedes Jahr oder was auch immer solche Spiele vor dir. Und von dem her, einerseits musst du dich auf dieses Spiel freuen, aber auch darauf vorbereiten. Also einfach wird es auch nicht. Also wir müssen da auch 90 Minuten marschieren, Gas geben, weil wir wollen uns ja da auch beweisen und zeigen. Und von dem her gehen wir schon mit einem gesunden Selbstvertrauen rein, aber auch mit dem nötigen Respekt, weil es wird nicht einfach werden. Und von dem her, ja, also für uns gibt es in der Situation momentan nichts Besseres, weil wir uns halt diese Situation auch alle gemeinsam erarbeitet haben. Elisabeth. Herr Koller, ich habe von Ihnen gelesen, dass Sie gesagt haben, Sie nehmen die Brasilien-Partie hauptsächlich, um von so einem starken Gegner zu lernen. Was genau wollen Sie lernen, ist das eine. Und an die beiden Spieler die Frage nur, der Marko Arnautović hat es gegen die Russen jetzt nicht mehr auflegen dürfen in der Kabine, weil er so katastrophale Musik auflegt, hat er selber gesagt. Wer legt ihn jetzt auf vorm Spiel und welche Musik vor allem? Fangen wir die Musikfrage als erstes, die können Sie leicht beantworten, oder? Bleiben wir zuerst beim Ernst. Also ich hab das in dem Sinne nicht so gemeint, dass wir nur lernen wollen, dass wir nur dabei stehen und zugucken, aber es ist so, dass du natürlich von so individueller Klasse, von dem einen oder anderen Spielern, vielleicht auch vom Team, dass man da was mitnehmen kann. Aber wir wollen nicht zuschauen, wollen zugucken und dann in Ehrfurcht erstarren. Also es ist so, dass wir schon auch unser Spiel spielen wollen, dass wir auch zeigen wollen, okay, wir sind gut drauf, wir haben Selbstvertrauen. Aber dann vielleicht in der einen oder anderen Situation, vielleicht dann auch erst in der Nachbetrachtung, dass man dann das nochmals anschaut und, ja, und vielleicht auch für sich selber, also jeder einzelne Spieler, was mitnehmen kann. Ne? Wo kann ich mich noch verbessern? Wo spielt vielleicht der Spieler, der Weltklasse ist? Was hat er drauf oder was muss er tun? Kann ich mich selber auch da noch verbessern? Ne? Das ging es ein bisschen. Und ja, ich hoffe, dass wir, also Sie sagen ja auch, Sie kennen keinen Spieler, David ist leider nicht da und wir kennen den einen oder anderen. Ich hoffe, dass die anderen dann nach dem Spiel auch den einen oder anderen von uns kennen. Ist Ihnen das egal, dass Sie... nimmst du das Mikro? Elisabeth, danke. Ist es Ihnen egal, dass Sie gesagt haben, die Brasilianer, Sie haben sich das Spiel gar nicht angeschaut am Samstag? Nein, der Trainer war schon hier. Ich weiß nicht, ob der Co-Trainer noch da war. Also sie sind schon bewusst und nehmen das auf. Also ich weiß auch nicht, ob unsere Spieler... Aber von den Spielern ist es Ihnen egal, dass die jetzt... Ja, also ich glaube, unsere hätten auch nicht geschaut, das Brasilien gespielt. So, die Frage der Musik, Werner, wer das beantworten möchte. Sebastian Brödel. Und das mit Marco kann ich bestätigen. Ich mag keinen. Also um das Prozedere zu erklären, es gibt eine Docking Station und steckt da irgendein anderes Handy immer drauf und da läuft Musik. Ja, da weiß man nicht genau, wenn das Handy drin. Oh je. Nächstes Mal die klassische Musik. Ah, ist immer verschieden. Ist immer verschieden. Gut, Andi und Pelle warst du da und Christian Hackl. Ich gebe weiter. Eine Frage an alle drei. Wenn ich Brasilien sage, was fällt euch da spontan dazu ein? So spontan? Das kommt auf im Fernsehen. Das müssen wir aufpassen, ne? Nicht, dass die Frau da anzuschaut. Samba, Meer, lockere Atmosphäre, lockere Menschen, mit viel Freude, mit viel Spaß und schönes Land. Genau das mag ich. Aber wir haben auch da lockere Menschen, also sind wir ähnlich. Gut,
könnte natürlich auch Nehmer einfallen. Ja, er sagt, ist jetzt bei der Bundesliga, die mit Weltklasse immer wieder konfrontiert, der spielt gegen Bayern München, gibt es eine Steigerung, ist Nehmer irgendwie eine Form von Steigerung von Weltklasse? Die zwei Spieler, wie groß ist die Freude oder der Respekt vor Nehmer, halt mit dem auf dem Platz zu stehen? Naja, wir haben uns schon, ich meine, jeder kennt Nehmer so oder so, aber wir haben uns auch jetzt Videos angeschaut und man sieht halt seine individuelle Klasse. Also der hat, glaube ich, Fähigkeiten, die was halt wenige haben, aber trotz alledem motiviert dich das, glaube ich, wenn du 1 gegen 1 gegen ihn bist, dass du dir da auch eventuell einen nötigen Respekt verschaffst und dass du auch da dagegen haltest. Aber es sind auch andere Spieler, nicht nur er, die was solche Klasse haben, gerade in der Offensive auch, in dem 1 gegen 1. Aber ja, also es ist natürlich immer schwierig, gegen solche Spieler zu spielen, aber du freust dich auch drauf auf dieses Duell. Und wie schon gesagt, in der Liga hast du auch manchmal solche Spiele. Und von dem her ist es jetzt nichts Neues oder so für uns. Also man freut sich eher drauf und man versucht da das Beste raufzuholen. Perfekt ausgeführt. Billy, meine Frage. Dann der Michael. Du hast vor 2 Monaten, glaube ich, schon 2 Gegner von morgen kennengelernt in London. Den Oskar und den Willian. Ich glaube, der Willian war auch damals dein direkter Gegenspieler. Was hast du für Eindrücke von ihm? Und ich glaube, der ist ausgetauscht worden, weil du ihn so entnervt hast damals. Zerstört. Nein, also das hat der Slade ja schon richtig gesagt, dass es nicht nur Nehmer ist, obwohl man muss ganz einfach sagen, dass er mit seiner individuellen Klasse da ganz einfach aus der Mannschaft raussticht. Das ist ganz klar. Das hat man in der Videoanalysen gesehen, aber wer sich jetzt vielleicht das Türkei-Spiel angeschaut hat, dann sieht man ganz einfach, dass er Willian ganz einfach auch sehr gut drauf ist, dass der auch Weltklasse hat und eben im Spiel gegen Chelsea hat man das schon gesehen, dass er richtige Raketen ist, genauso wie der Oskar ganz einfach ein klasse Fußballer ist und wieso jetzt ausgewechselt worden ist, das sei dahingestellt, aber auf solche Duelle freut man sich ganz einfach. Michi Fierler und dann eine Frage an die beiden Spieler. Wie schwierig ist der Spagat in einem Freundschaftsspiel? Es hat in der Vergangenheit immer wieder auch Freundschaftsspiele gegeben, wo man dann durchaus schon vielleicht gemerkt hat, dass der letzte hundertprozentige Einsatz vielleicht dann noch nicht da ist. Es warten schwere Aufgaben in der Bundesliga auf euch. Wie geht es dir das an? Also das haben wir uns ja selber auch vorgenommen, dass wir ganz einfach in den Freundschaftsspielen zulegen wollen, dass wir ganz einfach nicht da nur Sparringpartner sind, sondern auch unsere auch Spieler gute jetzt habe ich den Faden verloren. Dass wir ganz einfach auch da gute Spieler machen wollen, weil das sind wir ganz einfach uns selber und auch den Fans schuldig. Und die Hütte wird wieder ausverkauft sein und wenn du dann natürlich nur auf dem Platz stehst und keine Performance bringst, dann ist das auf alle Fälle nicht okay und nicht fair gegenüber jedem, der ins Stadion kommt. Frage an den Trainer. Jetzt wurde viel gesprochen über dagegenhalten, kompakt stehen in der Defensive, also wie man die Offensive von Brasilien in Zaum halten kann. Was kann man umgekehrt selbst machen, um Nadelstiche zu setzen vorne? Wo wird da der Schlüssel sein, dass man Brasilien wehtun kann? Wo haben die Schwächen? Was werden da die Faktoren sein? Ja, das haben wir heute Morgen angeguckt, wo da Möglichkeiten sind und ich möchte das auch nicht öffentlich machen, ist zwar keiner hier, aber vielleicht würden sie dann die Stelle noch zuschließen und die kleine oder die Hoffnung haben wir natürlich schon, dass wir dann auch da nach vorne kommen, dass wir unsere Qualitäten auch auf den Platz bringen. Ich habe dem Team auch gesagt, also es sind, wenn du dann die Zusammenfassung oder die Sequenzen anschaust, das ist schon Weltklasse. Es ist aber auch wichtig, nicht zu erstarren, also dass du einfach nur dabei bist. Also wir, die Jungs können auch Selbstvertrauen haben. Wir haben jetzt 9 Spiele nicht mehr verloren. Wir sind Gruppenführer in der Tabelle. Und das dementsprechend auf den Platz zu bringen. Und wenn wir im Ballbesitz sind, mutig sein, frech sein, was riskieren, versuchen, Ball zu verteidigen, das werden die Schlüssel sein, um auch nach vorne kommen zu können. Und dann, ja klar, wir haben in jedem Spiel haben wir unsere Tormöglichkeiten, dann ist halt wichtig, gerade natürlich auch gegen so einen Gegner, dann vielleicht die erste Chance zu nutzen. Und dann, weil ich auch denke, dass man natürlich gegen Top-Gegner kriegst du nicht 5, 6, 7 Möglichkeiten. Kann sein, ich gehe mal nicht davon aus. Und wäre in dem Sinne dann wichtig, wenn du eine hast, dann musst du zulangen und musst die machen. Das kann dann einen Vorteil bringen.
Andreas. Herr Koller, werden Sie das Austauschkontingent ausschöpfen, möglichst vielen Spielern das Erlebnis zu geben, zu lernen, oder werden Sie das wie in einem Bewerbsspiel halten und eher nur bei Verletzungen und knapp auswechseln? Also ich will mal grundsätzlich sagen, es geht nicht jetzt ums Lernen, dass die lernen, weil die Jungs selber gut Fußball spielen können und eben nicht wir nicht nur zuschauen, sondern dass er sich eigentlich erst auf das bezogen hat, wenn man nach dem Spiel dann nochmals das Ganze anschaut, dass man dann vielleicht was mitnehmen kann, aber wenn wir auf dem Platz stehen, wollen wir dagegen halten und nicht in Ehrfurcht erstarren. Das wird schon sehr wichtig sein. Es ist ja so, dass wir nur 2 Tage Pause hatten, die Brasilianer 5. Und von daher wird natürlich wichtig sein, und ich gehe jetzt mal davon aus, weil das Russland-Spiel auch sehr intensiv war, dass wir das ganze Kontingent aufbrauchen werden. Frage an den Teamchef. Werden Sie vielleicht Ihren Spielern das 7:1 der Deutschen gegen die Brasilianer heute als Guten Abend-Film zeigen? Nein, das, also wir haben jetzt Videostudium haben wir schon gemacht von dem Spiel, aber das war ja auch ein anderer Trainer, eine andere Einstellung, andere Spieler mit dabei und das werden wir nicht tun. Frage an Christian und den Sladi. Brasilien hat ja immer große Legenden hervorgebracht. Mein Idol war damals Ronaldo. Habt ihr da irgendwelche Kindheitserinnerungen oder Kindheitsidole von irgendjemandem im Poster hängen gehabt? Und wird man da vielleicht bei einem Spiel gegen Brasilien auch nur ein ganz kleines bisschen wieder so Fan oder so kleiner Bub, wenn man gegen so große spielt? Es ist ganz einfach was Besonderes. Also davon ist ein Spruch, aber davon träumt man ganz einfach als Kind, gegen solche Spieler zu spielen, gegen brasilianische Nationalmannschaft zu spielen. Ja, ich habe ein Idol gehabt, das war der Rivaldo damals, wie er bei Barcelona war. Linksfuß, ähnliche Freistoßqualitäten wie ich. Ja, der spielt halt leider nicht mehr, ne? Aber es sind ganz einfach andere jetzt da am Platz, die besser vielleicht sogar sind und sich mit denen zu messen, das Ladi und der Trainer auch schon richtig gesagt, ist natürlich was ganz was Besonderes. Ja, also für mich auch ganz was Besonderes, weil ich habe schon, also seit ich ganz klein war und immer Fußball gespielt habe, mir immer die Brasilianer angeschaut und da verbinden es natürlich so Spieler wie Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho und so weiter. Also das, mit denen bist du aufgewachsen und natürlich sind die in Erinnerung und von dem her ist es natürlich was Besonderes, aber trotz alledem ist es auch ein Spiel, wo du dich auch beweisen willst, zeigen willst. Und von dem her gehst du da schon motiviert rein. Aber wie gesagt, jetzt ist halt auch wichtig, dass du auch den heutigen Tag dafür nützt einmal, dass du fit wirst, dass du auch regenerierst und damit du morgen auch bereit bist und nicht jetzt irgendwie nur von den Brasilianern schwärmen, das bringt dir auch nichts. Also auch kein präferierter Trikottausch mit jemandem? Ja, momentan nicht. Also das wird sowieso spontan dann sein. Wenn wir natürlich sehen, dann nach dem Spiel, wie das alles verlaufen ist. Aber die Konzentration liegt einmal daran, dass wir uns auch zeigen und dass wir einfach ein gutes Spiel zeigen. Und, das, ja, und dann machen wir das schon morgen. Trinken wir ein bisschen was. Frage an alle drei. Luis Gustavo hat gestern gemeint, David Alaba hätte ihn besucht im Hotel. Hat er irgendwas erzählt, wie es bei den Brasilianern zugeht? Hat er irgendwie stimmungstechnisch irgendwas erzählt und hat er auch irgendwelche Einblicke bekommen in die Welt der Brasilianer? Ich glaube, der David hat die Brasilianer auf die falsche Fährte geführt. David ist nicht beim Team, also der war jetzt nur beim Spiel, aber der war also in der Kabine unten, aber der ist ja eigentlich in der Reha bei Bayern. Haben Sie die Möglichkeit gehabt, mit ihm zu sprechen? Hat er irgendwas erzählt? Nein, also ich glaube nicht, dass der Gustavo gesagt hat, wie sie spielen werden und wo ihre Stärken liegen. Gut. Eine Frage noch. Slatko, du hast gerade angesprochen, ihr wollt euch auch zeigen. Dieses Spiel gegen Brasilien, das bringt ja jetzt nicht nur die Stars nach Wien, sondern auch deren Scheinwerferlicht.
Ist es für euch jetzt besonders wichtig, dass ihr da jetzt glänzt, weil ihr wisst, das ist jetzt ein Spiel für die eigene Karriere extrem wichtig, weil Brasilien ja doch sehr viele Leute sich anschauen, mehr als vielleicht jetzt Österreich gegen Montenegro oder was, dass da die eigene Leistung jetzt punktgenau viel wichtiger ist? Oder ist das dann doch wieder ein bisschen entwertet, weil es eben ein Freundschaftsspiel ist? Also jetzt beide Sachen eigentlich zum Teil. Also einerseits ist es zwar ein Freundschaftsspiel, aber andererseits ist es ein richtig geiles Spiel. Es wird eine Mörderkulisse sein. Wir haben uns, wie schon jetzt vorher angesprochen, wir haben uns das einfach schon erarbeitet, diese Situation. Und ich glaube, wir haben eine kleine Euphorie jetzt auch entwickelt. Wir sind Gruppenerster und so weiter und wir spielen gegen die Brasilianer und das wird einfach eine super Atmosphäre werden. Und ich glaube, als Spieler, als Mannschaft freuen wir uns einfach drauf, uns so zu zeigen, gut zu präsentieren. Und das andere, natürlich ist, hast du Chancen oder sind Beobachter da, die was jetzt anschauen, aber trotz alledem ist die Mannschaft im Fokus und du musst dich für die Mannschaft auch aufopfern. Und wir spielen als Mannschaft, treten als Mannschaft auf und so sind wir auch dann erfolgreich. Und das Individuelle, das kommt so oder so dann dabei raus, wenn du alles von dir gibst. Und dieses Spiel ist so oder so eine Motivation, aber ich glaube auch in den anderen Spielen, auch gegen die Russen und so weiter, es sind ja immer wieder Beobachter. Und also über das machen wir uns wirklich momentan überhaupt keine Gedanken. Ich glaube, wir sind schon über Jahre auch dabei. Wir wissen, wie das alles abläuft und von dem her, also wirklich, das ist überhaupt kein Thema momentan und ich glaube, das beschäftigt auch keinen jetzt so im Kopf, jeden Einzelnen darüber nachzudenken. Also wenn was kommt, dann kommt es eh von allein und von dem her machen wir uns da keine Gedanken drüber. Gut, ich habe noch die eine Information, dass TV-Stationen aus rund 160 Ländern weltweit Bilder geordert haben von dem Spiel morgen. Das Interessante ist auch, dass wir morgen keinen eigenen Gästesektor haben, obwohl wir ausverkauft sind. Wir haben der betreuenden Agentur ein gewisses Kartenkontingent, ein sehr kleines, ein paar hundert Tickets gegeben. Aber es sollte ein sehr friedliches Fußballfest geben und es sind auch keinerlei irgendwelche Troublemakers. Das ist auch immer bekannt und zu guter Letzt noch von den Scouts her ist es so, dass wir eine Liste dann noch aufliegen haben, aber sie ist von Moldawien über Dunajská Streda, Hellas Verona, Wolfsburg, französischer Fußballverband, Manchester United, Augsburg, Liechtensteiner Verband, Inter Mailand, Juventus, Hertha BSC, Monaco, Schalke und Hoffenheim. Also es ist eine breite Liste. Gut, soweit das wär's von unserer Seite. Vielen Dank. Schnell. Eine Frage, ich habe ein Foto gemacht, darf ich das verwerten? Gut. Muss mal schauen, ob die Sponsoren richtig drauf sind. Zu Hause auch. Danke.